So, weiter geht's. Vorhin ist der Rechner ja abgeschmiert wieder. Dann konnte ich auch nicht wiederkommen so schnell. Mal gerade gucken, ob hier alles noch safe ist. Ach ja, ich wollte ja mit den Typen hier quatschen. Sogar das Kommando hier übernehmen, haben sie mir erzählt. Stimmt das? Ja. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Sag ruhig Bescheid, wenn wir ausrücken oder sonst was, ja? Ich bin dabei, egal wie es ausgeht, Mann. Bring mir etwas bei. Natürlich. Kurz gucken, noch eine Sache. Dolby ist an. So. Bis nachher. Ja, tschüss. Ja, scheiße auch. Was ist los? Wie zum Henker konntest du dich bloß diesen lava-scheißenden Fanatikern aus Ignadon anschließen? Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke... Vermutlich nicht. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Naja, musst du schon mir überlassen, ne? Nasty. Du gehörst doch jetzt zu den freien Menschen. Ja, richtig. Warum? Ich wundere mich etwas über dich, da deine Ambition doch im Wesen eine gänzlich andere ist, nicht wahr? Mag sein, jedoch beginne ich die freien Menschen mit der Zeit immer besser zu verstehen. Ah ja, heißt das auch, dass du immer in ihrem Sinne handeln wirst? Solange sie mir nicht im Weg stehen. Ein sehr zweckmäßiger und selbstsüchtiger Gedanke, findest du nicht? Ja, vielleicht. Doch sind genau das nicht ebenfalls sehr menschliche Eigenschaften? Eben. Interessant. In jedem Falle begrüße ich es, dass du dich für uns Kleriker entschieden hast. Musstest du dich eigentlich unbedingt einer Fraktion der freien Menschen anschließen? Was hätte ich deiner Meinung nach Besseres tun sollen? Ich will meine alte Stärke zurück. Vielleicht hast du recht. Egal. Ich dachte, ich frag mal. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Commander, Analyse... Falsche Fraktionszugehörigkeit. Tja, Kleiner, da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Ja, Commander. Stimmt, ich könnte mal eine meiner Knarren aufwerten. Das ist doch nicht dein Ernst. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Was genau gibt dir das, ein Kleriker zu sein? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Wie geht es dir? Ich bin okay. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt wo du zu den Klerikern gehörst? Stolz auf sein Volk zu sein ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm.
Offenbar hast du deine große Wahl getroffen. Eine merkwürdige Entscheidung, den Klerikern beizutreten, aber nun, du wirst schon wissen, was du tust. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir siegreich sein. Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Jetzt nicht. Bring mir etwas bei. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Wir reden später. So, mal gucken, was wir mit der Waffe machen. Ich habe gerade keine Zeit. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Brauche ich jetzt wieder Elex. So, die könnte ich auf jeden Fall steigern. Plasmagewehr. So, oder Lasergewehr. Brauche ich auch wieder Elex. X-Bogen 3. Denke ich werde mal das Plasmagewehr und das Lasergewehr. Aufleveln. So, da brauche ich Energiespeicher und reines Elex. Wo ich hier reines Elex kaufen kann. Ein Waffenhändler vielleicht. Na, beim Alrik, glaube ich, unten. Ich glaube, unten beim Alrik. Was dieser Angrim sagt da, der Wichser.
Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Oh, interessiert den gar nicht. Zeig mir deine Ware. Sicher. Ohne pures Mana. War an sich klar. Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. Macht meine Kräutersammlerin. Wo ist sie denn? Lass mich damit in Ruhe. Dein Freund Stormson ist tot. Tot? Oh nein. Ich habe gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Er hätte sich nicht mit den falschen Leuten einlassen sollen. Hätte ich nur mehr für ihn getan. Wenn es dir nichts ausmacht, lass mich bitte für einen Moment allein. Ich muss mich wieder um meine Kräuter... Wenn das jemand hört... Ja, ja, ich habe ihn ja umgebracht, ne? Ich habe ihn gerichtet. Später vielleicht. Ich habe gerade keine Zeit. Später habe ich vielleicht Zeit. Ich habe gerade keine Zeit. Na, Jora, du Misthaufen. Wir können darauf verzichten. Technik. Technik, pa. So, erstmal Sinn da gucken. Wir reden später. Ich will Han. Gut. Nee, hat auch kein Elex. Muss ich wohl an meine scheiß Truhe, wa? Muss auch nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du dich den Klerikern angeschlossen. Schlechte Entscheidung. Am besten verziehst du dich aus meiner Taverne. Von mir kriegst du nichts zu trinken. Was? Ich bin echt froh, dass ich deinen Job nicht machen muss. Und erst mal Pause machen. Dass du mich ständig daran erinnerst. Für sie tut es mir leid. Dreckschwein. Ich will sich. Ey, wo ist das Elex? Junge. Sowas hätte ich auch gerne. Ja. So, dauerhafte Energiespeicher. So. Wieder in mein Lager der Mitte. Da zum Händler, der hat nämlich Elix. Boah. Zeit. Zur Schmiede, oder kann ich mir hier mal so eine Werkbank kaufen? Aber wozu eigentlich? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Hm. Werkbank der Kleriker, 2000 Splitter. Boah, hm. Weiß ich nicht, hm? Oder? Na komm. Ich dachte, die kommt in mein Haus.
So, Lasergewehr. Upgrade. Plasmagewehr. Jetzt fehlt Elexit. So, was haben wir denn da? Plasmagewehr und Lasergewehr jeweils einmal Upgrade. So, Lasergewehr nochmal eins. Was wäre das denn dann? Ja, passt sogar. Brauche ich aber nochmal mehr Elex. Starker Energiespeicher. Und hier. Würde auch genau passen. Nochmal Elex. Starker Energiespeicher. Starke Energiespeicher brauche ich. 12 plus 16 sind 28. 28 starke Energiespeicher. So, jetzt brauche ich noch 30 Elex. Ach komm, hole ich den Rest aus der Truhe um. 20 Stück. Oder gleich 30. Man weiß ja nie. Nachsehen, was das kosten würde hier. Fernkampf. 85 Geschick. Habe ich hier irgendwas mit Geschick? Technische Waffen bauen.
bräuchte ich Geschicklichkeit 73 für dann. Brauche ich wieder Elixit. 73. Zeit. Natürlich. So, da brauche ich 74 Geschick und bei der anderen brauche ich, beim Lasergewehr brauche ich 73 Geschick. Das steigern wir mal. Noch. So. Machen wir runde Summe. Hier zwei Stärke rein. So. Gut. Okay. So, was haben wir jetzt zu tun? Die Wallfahrt. Fangen wir mal da an. Lass uns handeln. Gut, wenn du zahlen kannst.
ein Dreck. Ja, darf ich mal aufstehen? Hurensohn. Scheiße, echt. Was bringt denn das Ding eigentlich? Der Bogen macht mehr Schaden als das scheiß Lasergewehr. Das an. Ist gar nicht. Junge, 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 Junge. Muss ich doch irgendwie upgraden können. Naja, komm, ich mach jetzt erstmal den.
Jetzt mach keine Zicken, her mit der Kohle. Aber ich habe euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Erzähl keinen Scheiß. Ich weiß, dass du noch mehr Splitter in deinen Taschen hast. Diese verfluchten Band. Ich hab... Wer nicht... Grundlos wird hier niemand angegriffen. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätten mich diese Banditen umgebracht. Die Banditen haben mir alles abgenommen. Du darfst dich gerne an ihren Leichen bedienen. Möge Kalan dich beschützen, Fremder. Ich habe gerade keine Zeit. Wir quatschen später. Geht doch.
Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Warte mal, was? Ich brauche nichts und ich habe auch nichts. Tu einfach so, als wäre ich überhaupt nicht da, okay? Ich habe zu tun, okay? Ist mit ihm kaputt? Mal hier drüber fliegen, aber krieg ich Schaden, ne? Nee, geht. So, mal jetzt hier diesen Unhold besiegen noch. Nur Tier. Hey, was hast du für eine Hitbox wieder? Ja, randalier mal rum hier. Sobald mein Bett kommt, ey.
Denkst du? So, da haben wir die Wallfahrt beendet. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ich bin von meiner Wallfahrt zurückgekehrt. Du hast alles, was Kalan dir entgegenwarf, gemeistert und an jedem der Schreine gebetet? Ja. Dann ist dies der Beweis, dass Kalan deinen Beitritt in unsere Gemeinschaft billigt. Und da du die Kunst der Suggestion bereits erlernt hast, hast du meinen Segen. Geh zurück zu Reinhold und erstatte ihm Bericht. Verdient hat er das nicht. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Ich bin von der Wallfahrt zurückgekehrt. Dann hast du die Prüfungen Kalans überlebt und sein Land kennengelernt. Das ist gut. Du musst mir noch beweisen, dass du die Kunst der Suggestion beherrschst. Komm wieder zu mir, wenn du das gelernt hast. Ich hatte ja noch was für die Martha zu tun. Das sollte ich ja noch abholen. Das mache ich jetzt erstmal eben. Und zeigt ihm den Weg der Reinheit. Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Der Kleriker Bertram weilt wieder an unserer Seite. Auch wenn er mit seiner Aufgabe versagt hat, so wird Kalan sein. Ich bin den Koordinaten aus Arvids Lehren nachgegangen. Und? Was hast du entdeckt? Hier, wirf mal einen Blick drauf. Das sieht aus wie ein Teil eines größeren Rätsels. Und wenn es ein Puzzlestück gibt, dann müsste sich auch der Rest finden lassen. Hast du sonst noch etwas entdeckt? Ja, eine Karte. Eine Karte? Nun, dann such den Ort auf, der auf ihr verzeichnet ist. Ich würde ja mitkommen, aber ich bin hier wesentlich besser aufgehoben als da draußen. Viel Erfolg! Kannst du mir mit dem Rätsel von Arvids Lehren weiterhelfen? Ich würde dich wirklich gerne unterstützen, aber mir sind die Hände gebunden. Du wirst da draußen alle Hinweise zusammentragen müssen, bevor ich dir weiterhelfen kann. Da müssen wir wahrscheinlich zu all den Kartenteilen gehen, ne? Oder wie war das? Ist doch nicht mal als Quest markiert. Naja, gut. So, hier ist die Kantine. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Gib mir die Ration. Natürlich. Hier, das sind die Rationen für Baldr, Xander, Anna und Reinhold. Wenn sie von dir ihre Rationen bekommen, wird das nicht unbemerkt bleiben. Um die anderen kümmere ich mich. Sie würden dich nur unnötig Zeit kosten. Anna war doch die... Gibt es einen Grund, warum du mir Arbeit abnimmst? Du hast mir auch schon geholfen. Das habe ich dir nicht vergessen. Darum fällt es mir nicht schwer, dir auch ein wenig unter die Arme zu greifen. Hast du etwas zu essen für mich? Selbstverständlich. Das hier wird dir Kraft geben. Bitte sehr. Mhm. Xander, der wäre hier vorne, glaube ich. Ja. Hier, deine tägliche Ration.
Du bist also tatsächlich Akolyt geworden. Nicht schlecht. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass du in unseren Schächten besser aufgehoben bist. Trotz alledem, willkommen bei den Klerikern. Falls du es nicht weißt, ich habe mit ein paar Akolyten eine Abmachung. Ja, wieder. Dienst ist hart. Ja, wieder, ey. Immer zwei Rationen. Ich zahle natürlich für die Extraportion und Martha wird nichts von mir erfahren. Das wäre nicht gerecht. Gerecht ist es auch nicht, Tag ein, Tag aus Wache zu halten. Aber es ist deine Entscheidung. Warum droht er mir nicht wieder? Weitergehen. Ich hab zu tun. Das ist ein Arschloch, ey. Wie geht es mit der Reparatur der Roboter voran? Dank deiner Hilfe konnte ich den Fehler finden. Ich bin froh, dass nicht mehr Schaden entstanden ist. Das Problem war, dass die Owner-Routine den Parent Array nicht ordentlich abgefragt hat. Kannst du dir das vorstellen? Irgendein Idiot ist einfach hingegangen und hat einen zufälligen Owner ausgewählt. Da konnte es eben passieren, dass der Roboter versucht hat, den Boden vor meinen Füßen zu beschützen. Ja, weil er den Boden als Owner erkannt hat. Es ist ein Wunder, dass das nicht schon früher Probleme gemacht hat. Owner Set Miau. Ich habe etwas Essen für dich dabei. Das wurde auch Zeit. Die Arbeit an diesen Metalleimern macht einen hungrig. Ich hoffe, die Kantine hat dieses Mal etwas Besseres im Angebot als letzte Woche. Was würde ich dafür geben, mal wieder ein richtig gut zubereitetes Stück Fleisch zu essen? Dann wirst du deine Erwartungen wohl runterschrauben müssen. Nur ein Eintopf. Naja. Martha macht das Beste aus dem, was sie hat. Trotzdem danke, dass du mich nicht vergessen hast. Ach ja, willkommen bei den Klerikern. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich hab's gewusst. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Meine Fresse. Ich komme in Marthas Auftrag. Ah, das Essen. Es ist gut, dass du deine Pflichten als Akolyt ernst nimmst. Martha bereitet wirklich ein nahrhaftes Mahl zu. Das muss man ihr lassen. Aber du bist dir hoffentlich im Klaren darüber, dass ein Akolyt neben der Arbeit auch noch seinen Geist zu schulen hat.
Die Lehren unserer Gemeinschaft hast du hoffentlich verinnerlicht. Sicher doch. Dann stört es dich sicher nicht, wenn ich dein Wissen auf den Prüfstand stelle. Fangen wir also an. Welchen Gott verehren wir? Kalan. Exakt. Aber die Frage war auch nicht gerade schwer. Nun, weiter zur zweiten Frage. Wie ist der Name des obersten Judikators? Reinhold. Immer wieder das Gleiche mit euch Neuzugängen. Nur weil Reinhold euch mehr Zeit einräumt als Vater Ulbricht, macht ihn das nicht zum... Aber der Ulbricht ist doch tot. Eine letzte Frage habe ich noch. Arschloch. Wie lautet der Name unseres Propheten? Avid. Ich bin überrascht. Die meisten deiner Kameraden würdigen unsere Wurzeln nicht ausreichend. Dann fassen wir mal zusammen. Du warst nicht in der Lage, alle meine Fragen korrekt zu beantworten. Wer auch nur einen Fehler macht, sollte sich fragen, wie er sich seine Zukunft hier vorgestellt hat. Ich hab jetzt... Glaubst du etwa dir... Es kommt, wie es kommen muss? Ich hab die da Welt Kalan. Exakt. Aber die Frage war auch nicht gerade schwer. Nun, weiter zur zweiten Frage. Wie ist der Name des obersten Judikators? Ulbricht. Vater Ulbricht, wenn ich bitten darf. Dennoch ist deine Antwort richtig. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie lautet der Name unseres Propheten? Avid. Ich bin überrascht. Die meisten deiner Kameraden würdigen unsere Wurzeln nicht ausreichend. Dann fassen wir mal zusammen. Du warst tatsächlich in der Lage, alle meine Fragen korrekt zu beantworten. So wie ich es von einem treuen Diener erwartet habe. Hier, das ist für dich. Toll, danke. Plasmagewehr 3 wäre mir lieber gewesen. Denkst du? So, jetzt kriegt der Reinhold noch sein Fraß. Verdient hat er das nicht. Na. Hungrig? Ich verteile in Marthas Auftrag die Ration. Ich kenne keinen Hunger und esse nur das Nötigste. Ein voller Magen macht träge. Dann bringe ich es jemand anderem. Halt! Nichts dergleichen wird geschehen. Ich werde es später essen. Widme dich jetzt wieder deinen Aufgaben. Dann erstatten wir mal Bericht. Müsste mich eigentlich auch mal hier irgendwo hinlegen. Ist hier nicht irgendwo ein Bett? Beim Judikator Ulbricht ist doch eins frei bestimmt. Tag war ja anstrengend genug. Jetzt nicht. Theorie und Praxis müssen sich die Waage halten.
Theorie und... Mhm. Das könnte dann das Ende sein. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wo war denn das jetzt? Habe ich doch auch gerade gesagt. Die Rationen sind alle verteilt. Gut, dass du dich in angemessener Zeit dieser Aufgabe angenommen hast. Mhm. Gab es bei der Verteilung Probleme? Nicht direkt. Da ich auch nichts Gegenteiliges gehört habe, wird unsere Führung mit dir zufrieden sein. Außer meinem Dank kann ich dir nichts geben. Aber die eigentliche Belohnung ist wohl, dass dir dein Aufstieg in unseren Reihen nun leichter fallen wird. Hast du etwas zu essen für mich? Du hast deine Ration für heute schon bekommen. Das stimmt doch gar nicht, ich habe geschlafen. Wirst du wohl warten müssen, bevor es mehr gibt. Naja. Zeig mir deine Ware. Natürlich. So, was können wir dann noch gebrauchen? Schnaps habt ihr ja gar nicht. Wenn das jemand hört. Gut, jetzt geht's darum, das mit den Häusern zu machen. Gucken, ob ich das finde. Mit dem Kreuz. Das könnte knifflig werden. Ich muss auch den Dreck hier mal aussortieren. Das mache ich jetzt als erstes. Gut, dann werden wir mal, was brauchen wir denn nicht? So. Da fällt mir ein altes, na, Flugblatt, nehme ich mal mit. Da standen ja auch irgendwelche Sachen.
So, die vier Häuser brauche ich auf jeden Fall noch. Diese Zettel hier, die waren ja von diesem... Wie heißt das noch? Konverter. So, verwittertes Bild brauche ich auch noch. Das hier ist, glaube ich, alles total optional. Ah, die Anleitung brauche ich aber noch. Anleitung brauche ich noch. So. Haben wir das. Mal drüber gucken. Bisschen sortiert hier. Kartenstück habe ich nicht zufällig, ne. Wofür ist eigentlich dieser Tresor? So. War hier noch eine Truhe? Gerade gesehen. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwann irgendwas vier. Okay. Nochmal Lasergewehr. Aufwerten. Eines Elex brauche ich noch 11 und 13 mächtige Energiespeicher. 13 mächtige Energiespeicher. Dann machen wir doch welche. So. Lasergewehr. 25 reines Elex. Na, warte mal. Was ist denn, wenn ich den Bogen aufwerte? Mal gerade gucken nochmal. So, Lasergewehr bringt 94 Schaden. Okay.
Kriegsbogen bringt jetzt schon 100. 120 Schaden. Brauche ich 73 Geschick und 56 Stärke. Was? Moment, was brauche ich dafür? 78 Geschick, 56 Stärke. 78 Geschick. Und 56 Stärke, ne? Naja, so. Gut, jetzt muss ich gucken, wo das ist mit den Häusern. So, da haben wir verwittertes Bild 1. So, wo ist das? Wo ist das? Strommasten. Und dazu gehörte eine Beschreibung. Vier Häuser, Teil 1. Das schwarze Haus steht ganz links. Was ist denn das mit den Häusern überhaupt? Ich glaube, das ist das hier, ne? Was? Nee. Nee, ist es nicht. Ist es das? Verlassene Felsen. Nee. Oh, hallo. Also die spawnen jedenfalls neu, diese Rudelführer. Verlassene Felsen ist es auch nicht. Firmengelände. Obwohl, Moment, hier sind ja vier Häuser, glaube ich, oder? Sind das die vier Häuser hier? Aber es sind ja fünf oder neun Häuser sogar, ne? Ich weiß auch jetzt nicht mehr, wo mich meine erste Quest hingeführt hat, wo ich diesen ersten Zettel bekommen habe, Mann. Scheiße, habe ich total vergessen. Wenn ich im Questlog nachsehe vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken, wo bin ich denn jetzt hier? Ne, das sind keine Häuser, das sind alles nur Brückenteile. Im Questlog nachsehe. Ignadon. Der erste, hier, oder? Moment, doch. Dialog zeigen. Scheiße. Also das stand in diesen Arvids Lehren drin. Jetzt weiß ich natürlich die Koordinaten nicht mehr. Wenn ich jetzt im Internet google, kriege ich zu viel gespoilert. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Mann, was mache ich denn jetzt? Also hier kann ich nur noch den Dialog zeigen.
Wo war denn das? Wo war das denn? Mit den Häusern. Also hier die drei sind's nicht. Krater. Burgruine. Es ist am Krater war es, glaube ich, ne? Ich glaube, es war am Krater, oder? Oder? Das war Kevin, ja, ne? Hier war das, glaube ich, oder? Ne, Moment. Da bin ich in die Tankstelle. Hier muss es dann auch noch ein schwarzes Haus geben. Wenn es hier ein schwarzes Haus gibt, dann sind wir, glaube ich, richtig. Gerade gucken, ob ich mir da die Übersicht jetzt verschaffen kann. Ein schwarzes Haus. Gibt es hier ein schwarzes Haus? Hey, du Sausack. Aber ich sehe kein schwarzes Haus. Laterne geschossen. Ich sehe kein schwarzes Haus. Da gibt der Text denn in irgendeiner Folge hier Sinn? Das schwarze Haus steht ganz links. Das weiße Haus steht erst einen Sommer. Das blaue Haus ist 8 Jahre alt. Das blaue Haus ist älter als das grüne. Hä? Die Häuser stehen unter dem spuckenden Berg. Hier nicht jedes einzelne Haus zu suchen, oder? Naja, fangen wir mal an. Wir sind am Krater und durchsuchen die Häuser. Vielleicht ist auch das eine immer nur ein Hinweis auf das nächste oder so. Aber das werde ich schon rausfinden.
wenn es zu lange dauert, dann eben nicht. Kleiner Elex-Trank, das ist immer gut. Was hier? Ring der Beständigkeit. Okay. So, nächstes Haus. Ständigkeit, was ist denn das? Und den Elex entsagen kann, ist ein Platz im Hort von Ignadon frei. Aha, maximale Ausdauer, okay. Ja. War nichts, ne, sonst. Moment, hier war doch noch Klo, okay. War hier nicht noch ein Büro? Nein. Also zweite Etage. Hier ist nichts. Geht doch. Blauen Stein, der dürfte jetzt komplett sein. Mein Gott. Gut, haben wir das auch untersucht. So. Nehmen das weiße Haus daneben. Oh, hallo. Und der nächste. War da noch einer? Verrammelt hier an dem Haus.
komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Zu gewinnen. Entscheidet euch für die... So war ich ja schon. So, das ist das nächste Gelbe. Das ist das nächste Gelbe. Immerhin ein Kartenstück, links oben wohl. Ja, keine Ahnung, hier geht's morgen weiter, beziehungsweise, ja, wir haben ja schon heute. Wir sehen uns. Macht's gut, bis dann, gute Nacht.